Bilder aus Überwachungskameras halten eine Begegnung auf dem Flughafen Mogadischu fest zwischen diesem Mann und zwei weiteren Personen. Was hier rechts unten im Bild passiert? Zwei Männer übergeben dem Mann im hellen Anzug eine Laptoptasche. Darin soll laut Ermittlern eine Bombe versteckt gewesen sein. Besonders brisant? Die Übergabe findet hinter der Sicherheitskontrolle statt. Mindestens einer der Männer soll Mitarbeiter des Flughafens gewesen sein. Er trägt eine Jacke des Sicherheitsdienstes. Was in dem Airbus 321 der somalischen Fluglinie danach geschieht, dokumentieren diese Amateuraufnahmen. Ein Bombenanschlag 15 Minuten nach dem Start. Ladies and gentlemen, your kind request to remain seated. We apologize for the situation. Die Explosion hinterlässt ein großes Loch im Rumpf des Fliegers. Bei dem Anschlag soll der Attentäter herausgeschleudert worden sein. Der Pilot konnte die Maschine in Mogadischu notlanden. Zwei der 74 Passagiere wurden verletzt. Bei dem Attentäter handelte es sich um einen 55-Jährigen mit möglichen Verbindungen zur Terrormiliz Al-Shabaab. Die beiden anderen Männer aus dem Überwachungsvideo sind laut Behördenangaben inzwischen festgenommen worden.